Noch mehr Paranoia. Irgendwie mag ich ja solche Rüstungen nicht. Also zumindest nicht in solcher, in der Art von Games. Ah. Hier haben wir diesmal was. Auf der Kommode ist eine Löwenmaske. Warum hast du eine Maske auf? Ein Medizinbehälter liegt neben der Löwenmaske. Kräutermedizin, okay. Da, ich hab dich. Bruder. Ah. Okay. Das heißt, vielleicht treffen wir da oben wieder auf unseren Kollegen. Mal gucken. Die Tür da unten ist sowieso auch dazu. Das heißt, hier geht's anscheinend auch wieder nur noch nach oben. Ich habe ein kleines Déjà-vu. Ich weiß ja nicht, wie es euch geht. Hier ist eine Tür. War die vorher auch schon da? Egal. Mal gucken, ich glaube, hier kommen wir wahrscheinlich wieder nicht weiter. Das wäre jetzt auch ein lustig gewesen, wenn hier nochmal das Jumpscare gekommen wäre. Nee, hier geht's nicht weiter, natürlich nicht. Oh, da liegt was. Da liegt etwas auf dem Boden. Oh! I got the hook up! Was bringt das eigentlich überhaupt? Moment. Objekt der Begierde. Stellt etwas Energie wieder her. Okay, alles klar. Herbals in your mouth. Everybody say, herbals in your mouth. Abgeschlossen, ich höre etwas auf der anderen Seite der Tür. Vielleicht ist da jemand drin. Oh. Was? So ein Zahnarzt oder was? Okay. Dann brauchen wir wahrscheinlich einen Schlüssel. Ah, langsam wird alles schlüssig, obwohl ich kein Schlosser bin. Oh, wow, 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 wow! Sich. Moin, Chef! The shit! Nee! Huh? Nein, das ist mein Eimer. Neues Produkt von Apple. Okay, ich soll ein bisschen Graffiti fotografieren. Ah, ich soll das Graffiti fotografieren anscheinend. Okay, cool, mach ich. Ja. Hier. Im Bildsuchmodus können Sie Dinge sehen, die mit bloßem Auge nicht zu erkennen sind. Versuchen Sie ein Foto zu machen, wenn der Controller vibriert oder Sie merkwürdige Geräusche machen. Okay. Hier dann. Moment. So. Ah, tatsächlich. Ah, okay. Auf dem Foto ist keine spanische Wand zu sehen. Ist ein K zu viel? Ist dein K reingeschlichen? Na, K? Na? Erklär mir das bitte, Buchstabe K. Anstelle der spanischen Wand ist... Ach so, eine Tür abgebildet. Alles cool, spanische Wand, da war nicht so gemeint. Alles cool. Verstehe ich jetzt zwar. Ja, das hätte man noch. Hätte man auch so darauf kommen können. Ich meine. Ist es so wie so ein Nacktscanner? So von. Ist die Kamera mit dem Yamba Sparabo ausgestattet oder wie sieht das aus? Ja. Sag du es mir, Kerle. Ich glaube, das ist keine gute Idee, wenn ich jetzt hier renne. Ist das? Diese Votivlampe brennt nicht. Ach nee. You're my burning desire. Ich renn. Das sieht doch nach etwas aus, das wir brauchen könnten. Kräutermilch. Wir haben ja noch nicht genug. Was? Sie wird von einer starken Kraft geschlossen gehalten. Achso, stimmt. Rechts unten seht ihr übrigens dieses Ding und je nachdem, wenn das blau wird, dann heißt es, dass wir nicht so viel getrunken haben, sondern dass wir da irgendwas zugenagelt.
fotografieren können, dass da irgendwas nicht ganz koscher ist. Ah, hier ist eine Tür. So, was haben wir denn hier? Ah, ein Schlüssel vielleicht so langsam mal? Ein kleiner Zettel liegt auf der Truhe, sieht aus wie ein Zeitungsausschnitt. Auf jeden Fall nicht von der Bild-Zeitung, weil das ist keine Zeitung. Wie gesagt, wer es durchlesen möchte, einfach mal Pause drücken. Dann passt das. Ein hübscher Zierteller steht auf der Kommode. Aha. Oh! Hab ich! Ja, die Frau im Kimono, die scheint ja relativ nett zu sein eigentlich, zumindest zu uns. Was? Was ist das? Was? Merkwürdig, ey. Das, hört ihr das gerade? Das... Filmtyp 37. Sieht aus wie ein neuer Film, ob den Mafuyu hier gelassen hat. You tell me. Hier hängt eine Rolle mit einem Blumenbild. Was sind das für Geräusche, ey? Ist das irgendwie Rainer Kallmund bei McDonald's oder was? Das klingt ja grauenhaft, ey. Aber mehr scheint hier nicht zu sein. Ich bin ehrlich gesagt auch froh, dass hier keine, dass sich keins irgendwie als Tür oder sowas entpuppt. Moment. Nee, das wollte ich nicht. Das war nicht so gemeint. Okay, wir haben immer noch keinen Schlüssel. Gucken, ob ich hier irgendwo eine Tür übersehen habe. Sieht aber nicht so aus, oder? Ich gehe nochmal da hinten hin. Kann ja auch sein, dass ich jetzt irgendwann, wenn ich irgendwas aufgesammelt habe, wie zum Beispiel den Film gerade, dass dann zum Beispiel hier entweder die Kraft weg ist oder auch nicht. Nicht so viel Stärke benutzen, ganz einfach, ey. Oder dass ich irgendwie aus irgendeinem Grund hier die Bretter irgendwie wieder entnageln. Die Bretter, die die Welt bedeuten. Aber ich guck nochmal hier rein, vielleicht habe ich ja irgendwas vergessen. Man kann ja nie sicher sein, immer auf Nummer sicher gehen. Ist meine Devise, auch wenn sie sich wirklich ein bisschen merkwürdig anhört hier drinne. Aber hier scheint wohl nichts zu sein. Was ist das für ein... Was sind das für Geräusche, ey? Widerlich. Könnte auch sein, dass Justin Bieber versucht jetzt gerade irgendwie die Pubertät zu erreichen. So klingt es gerade auch irgendwie. Oh, du bist ja so erwachsen geworden. Oh, ich weiß. Man nennt mich auch Kallmund. Ey, so. Okay. Jetzt scheint, ja, scheinbar in dem Fall, hoffe ich mal, alles mitgenommen zu haben. Du siehst heute so mitgenommen aus. Was sollen die schlechten Sprüche gerade, ey? Was stimmt gerade nicht mit mir? Aber man merkt, dass dieses Game schon älter ist. Normalerweise, also zumindest von der Steuerung her, weil mittlerweile würde man, glaube ich, diese Tür so versuchen, hier so interaktiv einzubauen. Hier drücke die X-Taste und dann zieh den Analogstick nach hinten oder sowas. Irgendwas hat es doch hier auch mit auf sich, oder? Ich will jetzt keinen Film verschwenden an den. Und ich meine... Hier ist auch nix. Ich meine eigentlich da... Ah. Aha. Ein Schächtelchen Film liegt auf der kaputten Treppe. Filmtyp 14. Munition quasi. Immer auf das Teil da rechts unten achten. Ist mir rein aufgefallen hier. Hier vielleicht irgendein Clou? Nope. Gehen wir mal hier wieder raus. Vielleicht sind da ja jetzt die Bretter, die die Welt bedeuten, irgendwie weg oder so. Bitte? Die Kamera. Also nicht die Kamera, sondern in dem Fall die Ingame-Kamera. Die ist ja echt manchmal schlimm, ey.